Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja hier diesen Wassertank angemacht und die unendlichen Wasserquellen. In der Folge müssen wir uns jetzt mal darum um die Ideen in der Art kümmern. Wir brauchen braune Farbe, damit wir an die Emeralds rein theoretisch kommen. Hängt da drüben schon wieder dran. Wall, okay. Es gibt ja da so einige Sachen, die man machen kann. Sollte vielleicht wahrscheinlich auch machen. Wie gesagt, wir müssen einfach mal überlegen, was wir Cooles machen können. Was wir machen wollen vor allem. Was ich machen will. Das ist halt immer so eine Sache. Es gibt so viele Molten-Sachen, das ist einfach brutal. Das wäre jetzt hier zum Beispiel Plutonium. Das ist jetzt Nuclear Craft. Dafür bräuchte ich erstmal einen Plan von Nuclear Craft. Fusion Core. Also ich glaube, dafür ist das noch ein bisschen zu hoch, aber ich glaube, als Zukunftsenergie irgendwo abgestellt, ist das gar nicht doof. Basic Energy. Wären wir sogar zum Beispiel nah dran, das mal zu machen. Glaube ich. Denke ich, vermute ich. Heat Exchanger Vent. Okay, da geht es aber dann noch viel darum, wirklich gut zu bauen. Ansonsten macht's wahrscheinlich bumm. Was mir so ein bisschen fehlt, ist Ender. Oh. Aber ja, das ist wahrscheinlich einfach nicht hier dabei. So. Was brauche ich? Sextant, bitte. Falscher Modus hier. Kann hier nicht auf den Placeland turn. Okay. Nee, aber. Ich tue jetzt erstmal dich hier weg. Du bist schon ein Dorn im Auge, seitdem ich dich aus Versehen platziert habe. Er ist weg. Und du hier bist auch unmöglich. Ach scheiße, das geht gar nicht so. Unendliche Wasserquelle und so, ne? Das Phase mal. Das ist keine unendliche Wasserquelle mehr. Jetzt ist er Vergangenheit. So. Hier ist unser Tank. Stimmt, die Kühe haben wir ja auch noch. Und das war der Autoklicker, den wir damals betrieben hatten. Und die Kühe haben... So. Genau, ihr seid mit allem Möglichen befüllt gerade. Abbauen bitte. Bisschen übertrieben. Gehen wir erstmal nach unten. Die Sache ist ja, dass der automatisch nachwächst, ne? Das ist rein theoretisch. Wenn wir uns jetzt also mal anschauen. Wir brauchen jetzt hier eine Plattform. Ich brauche wieder ein bisschen Cobblestone, wie geht das wieder aus? Gibt's doch gar nicht. Was brauche ich überhaupt? Jetzt erstmal aufräumen hier. Wo ist mein Remote Controller? Leggy Leg. Erstmal, ihr seid alle aktuell unnutz. Du bist auch unnutz, du bist auch unnutz. Du auch. Und euch brauche ich auch aktuell nicht. Ich brauche nur den Autoklicker zum Beispiel aktuell. So, und Cobblestone. Cobblestone wäre gerade ganz praktisch. Cobblestone. So. Wir brauchen Dirt bitte auch noch. Habe ich noch eins? Ja, natürlich habe ich noch ein bisschen Dirt. Dann platzieren wir das jetzt hier hin. Der Autoklicker kommt jetzt mal hier. Und dann bauen wir das noch ab. Und tun jetzt mal, wir testen einfach das hier so hin.
außenrum machen wir das zu. Hier kommt der Block rein, damit das sozusagen befeuchtet wird. Dann brauchen wir die Home mal zur Abwechslung. Und einen Stromanschluss. Ich habe hier noch keinen Stromanschluss. Das ist doch nervig. Kann man jemand hier Strom verlegen, bitte? Und am besten unten rum. Oh Scheiße, warte mal, Luft. Ups. So, okay, schnell wieder nach oben. Upsa. Also wieder einpacken. Und dann. Oh, warte mal, das ist eine blöde Idee, da lang zu laufen. Ich fliege gleich runter wahrscheinlich. Ziehen wir den jetzt einfach hier dran. Gehen dann nochmal hierher. Ich glaube ihn nicht. Nee, leider nicht. Ich bräuchte mir dafür wahrscheinlich so einen richtigen Maintenance. Aber ja. Haben wir nicht. Hier ist gut. Hoppla. Nicht runterfliegen, das wäre ein weiter Weg wieder hoch. So, okay. Dann hat sich das auch erledigt. Kabel kommt hier hinten lang. Stellt den Anschluss hier. Jetzt brauche ich nur Seeds. Seed. Und einer sollte reichen. Dann hier Ding rein. Mal auf 4 stellen. Und deswegen brauchen wir eigentlich hier oben drüber Zeug. Der muss sammeln. Okay, ist jetzt ein Versuch. Wie viel hat er nicht eingesammelt? Viel. Gibt es einen Collector oder sowas in der Art? Collector, das ist also Sammler. Irgendwie muss ich das ja einsaugen können, rein theoretisch. Es ist nichts hier drin gelandet am Ende. Ist alles da drin hängen geblieben. Problem ist, wir müssen halt von da nach da. So, eine Fackel. Yes. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben hier noch nichts ausgeleuchtet. Auf dem neuen Pfad. Genau, und jetzt bleibt es hier stecken. Ich brauche eigentlich so einen Collector, der irgendwie so nach da vorne saugt. Sammler. Das alles.
A dense nitrogen collector, ein helium collector. Fluid collector, item collector, a vacuum chest with a control list. Lapis lazuli block, das hört sich doch sehr machbar an. Ein kleiner Block davon. Wo ist jetzt die Vacuum Chest? Oder das Ding wieder gewesen? Was ist denn da? Item Collector. Lapis Lazuli sollte ich hier rein theoretisch haben. Genau. Lapis ist in the house. Und das sollte doch dann ganz einfach gehen. So. Wir brauchen dann gar nicht dich. So. Oh, das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Wo sind jetzt die Samen? Da sind die. Und jetzt wird diesen Item Collector Walking Chest Ding anbauen. Dich jetzt mal auf eine 4 stelle oder sowas. Einmal 1. Warum macht er jetzt nichts mehr? Den überhaupt nicht gemocht. Irgendwie. Achso, das hat er jetzt auch hier drin. Ach, come on, das gibt's doch gar nicht. Daran, dass er auf den zeigt. Idee, wir bauen den andersrum ein, so rum. 3. Wo bist du jetzt? Zack. Ist doch auch gut. Auch gar nicht den riesigen Aufbau. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Dirt. So. Ich habe ein Skelett gehört. Kommst du jetzt her? Ist eigentlich wurscht, aber what? Wo kommst du her? Hier zu wenig beleuchtet irgendwo. So, okay. Du bist nochmal ein Autoklicker. Die Dinge sind cool, die werden wir ein paar Mal auf Lager legen, weil mit denen kannst du halt echt vielleicht noch was machen, anfangen. Von der Kombination sind die echt nicht schlecht. Habe ich kein Cobblestone mehr dabei? Wo ist das ganze Cobblestone hin, was ich immer mitnehme? Stack, zack, zack,
Zack. Und dann hier hin. Hier noch einen oben drauf. Und oben drüber können wir dann doch dementsprechend. Das sind, das, ich brauche jetzt dann wieder Item-Gedöns. Oder Storage Extractor. Importer und Exporter. Importer. Und Exporter. Habe ich keine Export-Cables mehr? Export. Machen wir schon noch ein paar. Ah ne, ich hatte welche dabei noch. Bin schon schlau. Aber ja, so. Das sind jetzt die Storage Export. Storage Import Cable. Und von da aus. Fahren wir am besten. Hier hinten rum. Wie mit dem Stromkabel. Und schließen einfach direkt so an. Noch eine Blacklist, mit der ich alles reinnehme, oder? Halt langsam, genau, jetzt muss einfach noch ein Stack und Speed Upgrade rein. Habe ich noch so ein Stack Upgrade? Sicher, genau. Und dann noch ein Speed Upgrade. Oder auch gleich zwei. Dann ist das Ding ready und dann brauchen wir noch ein bisschen was von Bone Meal. Genau. Und wenn ich das dann hier sage, das kann rein. Das kann auch rein. Wollen wir jetzt am besten noch einen schönen Stack-Upgrade. Wenn wir das noch schnell machen können. Ja, perfekt. Weil ich denke, mit so einem Stack-Upgrade ist es doch einiges feiner. Dann tun wir jetzt das ganze Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Dich hier, dich hier, dich hier, dich hier, dich hier. So. Mal kurz Inventar wieder ein bisschen leer machen. Und rein theoretisch. Wenn ich die jetzt auf 3 stelle, die ich jetzt zum Beispiel auf 3 stelle. Ah, dann. Achso. Der Collector sammelt ja jetzt das Ganze auf. Cobblestone hier vorne. Um die Plattform rum. So, okay. Jetzt können wir die natürlich noch ein bisschen beschleunigen, rein theoretisch. Der ist echt übel. 4, ja. Und weil jetzt hat, können wir dann rein theoretisch mit dem Wheat, was wir sammeln. Hier haben wir es, 64er Stack zum Beispiel schon mal. Können wir dann zu ihr gehen und uns, keine Ahnung, Carrot Seeds zum Beispiel holen. Die will jetzt ein paar dafür. Jetzt haben wir 4 Carrot Seeds und können natürlich damit wieder weitere Sachen machen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Vor allem, weil es einfach sehr gemütlich und ruhig hier läuft. Sollte das ja, eine gute Edition sein. Hätte mir nicht gedacht, dass das so simpel wird. Aber ja. Hauptsache, es funktioniert am Ende. Das ist wohl das Wichtigste. Was tut denn der jetzt über machen? Anstatt er geht jetzt bis hier vorne zum Beispiel. Aber ja, fein. Fein. Dann würde ich sagen, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.